The Elder Scrolls 3 Morrowind ist ein besonderes Spiel für mich. Es ist mein liebstes Spiel aller Zeiten. Es begleitet mich schon mein halbes Leben und konnte mich bereits damals mit diesem Start ins Hauptmenü fesseln. Irgendwas bringt mich immer in die Welt von Morrowind zurück und lässt mich Stunden und Tage in ihr verbringen. In diesem Video will ich meinen Werdegang mit Morrowind darstellen und dabei erklären, was dieses Spiel für mich so besonders macht und warum dieses Spiel bis heute so beliebt ist. Und ja, offensichtlich gehöre ich zu den Morrowind-Elitisten, also lebt mit dem ein oder anderen Seitenhieb gegen spätere Titel der Elder Scrolls-Reihe. Also dann, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Wir schreiben das Jahr 2009. Ich war noch ein kleiner Bengel, der bisher eigentlich nur Jump'n'Runs und Action-Adventures gespielt hat. Erfahrungen mit Rollenspielen hatte ich zu dem Zeitpunkt fast keine, abgesehen vom ein oder anderen Final Fantasy oder Tales of Symphonia. Eines schönen Tages sah ich dann, wie mein Vater auf der Xbox etwas spielte, was ich noch nicht kannte. Es war ein First Person, was zu der Zeit auch was Besonderes für mich war. Mir blieb bis heute dieses Bild im Kopf, als er mit einer Person in Balmora redete, sie danach attackierte und dann starb. Das sollte meine erste Berührung mit Morrowind sein. Natürlich habe ich gefragt, was für ein Spiel das denn bitte sei, und als Antwort bekam ich, ist nichts für dich, viel zu kompliziert. Das hatte mich nur noch neugieriger gemacht, woraufhin ich es dann bald selbst startete. Ich lernte also den guten Yub kennen, bewegte mich vom Schiff, fand den Ort ganz cool und ging rein zu Sokukius Ergala. Die Möglichkeit, moralische Fragen zu beantworten und daraufhin eine Klasse zu bekommen, hat mich damals schwer beeindruckt. Auch wenn das Ganze aus heutiger Sicht eine schlechte Option im Vergleich zu eigenen Klassen ist. Auch das Ergebnis dieser Fragerunde war immer recht offensichtlich. Wer gerne Streit sucht und zuschlägt, wird Krieger. Wer hinterlistig antwortet, eben Dieb. Als Sternzeichen hatte ich den Turm genommen und los ging das große Abenteuer auf der seltsamen Insel Wadenfell. Die Spielwelt ist das, was mich bei Morrowind seit jeher in den Bann zieht. Wadenfell als Ort strahlt eine Atmosphäre aus, die ich bis heute in keinem anderen Spiel fand. Es weicht stark von der typischen Welt im europäischen Look ab, wie man sie in nahezu jedem westlichen RPG findet. Wadenfell wirkt fremdartig. Überall wachsen diese ikonischen großen Pilze und seltsam aussehende Kreaturen streifen durch die Wildnis. Abgesehen von Ratten und Skeletten sind die Lebewesen auf der Insel unkonventionell und einzigartig. Man stößt auf riesige Insekten wie Skrips oder Schlickschreiter. Kühe werden durch Netschs ersetzt und Guas werden als Packesel benutzt. Nahezu alles, was es in einer normalen Welt gibt, ist auch in Morrowind vorhanden, nur eben auf eine abgedrehte Art und Weise. Um ehrlich zu sein, ist Wadenfell als Ort auch alles andere als einladend. Die askadischen Inseln und Weinländer sind die einzigen Orte, die ich als hübsch bezeichnen würde. Der Großteil der Insel besteht aus lebensfeindlichem Aschland, Sümpfen oder kargem Hochland. Der riesige bedrohliche Vulkan in der Mitte der Insel, welcher mit Sicherheit niemals ausbrechen würde, ist vielleicht auch noch erwähnenswert. All diese Dinge machen es aber gerade so interessant, sich durch die Welt zu bewegen und mit ihr zu interagieren. Manchmal bin ich nur umhergewandert, habe mir die Umgebung angeschaut und den Geräuschen der Welt gelauscht, einfach weil ich so etwas noch nie zuvor erlebt habe. An dieser Stelle möchte ich auch den Soundtrack von Jeremy Soule hervorheben, der es geschafft hat, dieses fremdartige Gefühl der Welt perfekt in seinen Musikstücken zu manifestieren. Im Punkt Spielwelt hat Oblivion wesentlich weniger geboten, was zugegeben aber dem Ort geschuldet ist. Das Kaiserreich war von jeher der Vertreter des klassischen Mittelalters in der Welt von The Elder Scrolls. Skyrim hatte meiner Meinung nach eine etwas interessantere Welt, die sich aber auch nichts Außergewöhnliches traute und mehr zum klassischen Mittelalter tendierte. Morrowind fällt hier komplett aus der Reihe und wirft die Frage auf, warum es in anderen Teilen von Tamriel nicht ähnlich kreative Flora und Fauna gibt, die sich den Witterungen entsprechend entwickelt hat. Über die Vorgänger kann ich übrigens keine verlässlichen Aussagen treffen, da ich sie nie selbst gespielt habe. Aber von dem, was ich bisher sah, scheinen sie eher klassische RPG-Welten zu haben. Ich erinnere mich noch, wie ich eine Zeit lang an jedem Geburtstag Morrowind startete, nur um in die Welt abzutauchen. Es war immer wie ein Geschenk an mich selbst, diese einzigartige Atmosphäre erleben zu dürfen.
Aber nicht nur die Natur sorgte für dieses besondere Gefühl, sondern auch die Städte, Siedlungen und Personen. Die verschiedenen Fraktionen leben teilweise auf komplett unterschiedliche Arten, was sich auch im Aussehen der Ortschaften zeigt. Hier weicht das Spiel ebenfalls größtenteils von der Norm ab. Mittelalterliche Gebäude finden sich nur in imperialen Städten wie Pelagiat oder eben Herz. Das Haus Lalo hat einen schlichten, arabisch angehauchten Baustil, Haus Redoran imitiert mit seinen Gebäuden die Schalen von Insekten und Mitglieder des Hauses Telvanni leben in riesigen Pilzen. Das alles sorgt für einzigartige und einprägsame Ortschaften, die ich vor allem in Oblivion vermisse. Dort gibt es genau einen Baustil für alle Städte und neben der Kaiserstadt verschwimmen meinem Gedächtnis die restlichen 7 Ortschaften zu einer Masse. Skyrim hatte hier zum Glück wieder viel mehr Variation, konnte aber nicht an diese Einzigartigkeit von Morrowind anknüpfen. Schon nach kurzer Zeit im Spiel musste ich feststellen, dass das Spiel tatsächlich kompliziert ist, gerade für ein Kind. Interaktionen mit NPCs sind textbasiert, was mein Desinteresse am Lesen von Büchern vollkommen kompensiert hat. Das Spiel hat übrigens 300 Bücher, wovon ich noch keins gelesen habe. Ein Gespräch mit einer Person funktioniert ähnlich wie ein Wikipedia-Artikel. Man hat also gewisse Schlagworte, zu denen man dann Infos bekommen kann. Diese können mitunter recht ausführlich sein, wodurch man schnell mal was vergisst oder überliest. Besonders spaßig wird das bei Quests. Morrowind hat nämlich keine Questmarke, die einen bequem ans Ziel bringen. Um eine Aufgabe zu lösen, muss man also aufmerksam der Person zuhören, da sie einem den Weg zum Ziel detailliert erklärt und dann mit Hilfe von Schildern und Orientierungspunkten den gesuchten Ort ausfindig machen. Wenn man etwas vergessen hat, steht das Ganze in Kurzfassung nochmal im Tagebuch, aber das war's. Diese Art, Quests zu erledigen, mag auf viele abschreckend wirken und hat mich damals auch oft genug überfordert, aber ich finde, dass man dadurch viel mehr ins Geschehen involviert wird und seine Umgebung wirklich wahrnehmen muss. Mit einem Questmarker blendet man meist alles um sich herum aus und rennt blind in Richtung des Ziels. Dabei geht aber vollkommen der Aspekt des Entdeckens verloren. Leute, die Morrowind gespielt haben, kennen die Welt quasi auswendig und können sich in ihr blind orientieren. Dass einem Spiele diese Fähigkeiten beibringen können, finde ich bemerkenswert. Umso trauriger ist es, dass das alles in heutigen Spielen nicht mehr nötig ist. Ich erwische mich oft selbst dabei, wie ich durch einen Dialog skippe, um danach einfach einem Marker hinterher zu rennen, während das Ziel auf dem Bildschirm eingeblendet ist. Ja, es ist bequem, aber man lernt nichts davon. Zu dem Questsystem kam dann noch eine Welt hinzu, die einem die absolute Freiheit bot, wodurch die Überforderung bei mir komplett war. Ab dem Punkt, an dem man aus dem Zensussteueramt hinausgeht, steht einem alles offen. Man kann nach Balmora, man kann aber auch einfach blind in die Welt rennen, jeden in Sedani niedermetzeln oder mal schnell zu Dark of Ur. Nicht alles davon wird gut ausgehen, aber man kann es tun. Dass Morrowind ein Spiel ohne Grenzen ist, zeigt sich sehr schnell, wenn man mal ein paar Meter aus der Stadt geht und plötzlich ein Typ vom Himmel fällt. Der gute Mann hat Schriftrollen in der Tasche, die einen über die halbe Insel springen lassen, wenn man den Fallschaden überlebt. Ich besuche immer gern erst das Orkhaus in Caldera, da dort wertvolle Gegenstände sind, die man beim Scamp für ein wenig Startkapital verkaufen kann. Tatsächlich gibt es in diesem Spiel auch keinen NPC, der unsterblich ist. Wenn man eine Person tötet, die wichtig für die Hauptstory ist, bekommt man eine schicke Meldung, dass der Faden der Prophezeiung durchtrennt ist, aber es liegt an einem selbst, mit diesem Schicksal zu leben oder einen alten Spielstand zu laden. Das hat mich an einem Punkt damals auch zu Problemen geführt. Ich war Mitglied beim Haus Telvanni, hatte zuvor aber versehentlich Baladas Demnevanni umgebracht. Ich fand heraus, dass man ein eigenes Haus bauen lassen kann, wenn man einen gewissen Rang erreicht hat. Leider ging das nicht mehr, da er mit Quests verbunden war, die dadurch unzugänglich wurden. Ich wollte doch nur meine eigene Festung. Naja, jedenfalls finde ich, dass die Einführung von essentiellen NPCs in den Nachfolgern ein großer Rückschritt war. Das Angreifen und Töten von bestimmten Personen sollte einfach Konsequenzen mit sich ziehen, die es ab Oblivion nicht mehr gab. Diese Obsession von Bethesda, den Spieler alles in einem Durchgang erleben zu lassen, finde ich fragwürdig, aber an dem Punkt scheiden sich ja die Geister. Seit dem Vorfall mit Haus Telvanni nehme ich übrigens immer Haus Lalo. An alle Haus Redoran-Fans da draußen, keine Liebe für euch. Über die Jahre machte ich etliche Erfahrungen mit anderen Rollenspielen, doch keins war irgendwie so wie Morrowind. Irgendwas brachte mich auch nach hunderten Stunden immer wieder zu diesem Spiel zurück. Über die Zeit holte ich mir auch die PC-Version, entdeckte OpenMW und die Möglichkeit des Moddens, welche zwar nicht nötig, aber dennoch willkommen war.
Über das Construction Set habe ich mir auch die ein oder andere Mod selbst gebastelt, darunter auch eine neue Insel namens Talsur, mit ein paar Dungeons und Quests, wovon ich die Dateien leider nicht mehr finde. Mittlerweile weiß ich, was so besonders an diesem Spiel ist. Morrowind schafft es, dich in eine wirklich glaubhafte Rolle zu stecken. Wenn ich mich entscheide, einen Krieger zu spielen und dementsprechend auch meine Haupt- und Nebenfertigkeiten wähle, dann ist es zumindest am Anfang sehr schwer, plötzlich ein Meistermagier zu werden, da mir dafür die MP fehlen und ich durch das Leveln der magischen Fertigkeiten keine Stufen aufsteige. Auch werde ich nicht weit in Gilden kommen, die nicht zu mir passen, da Beförderungen nur geschehen, wenn ich neben den erledigten Aufgaben ein gewisses Level in entsprechenden Fertigkeiten erreicht habe. Hier sehe ich ein Problem bei den Nachfolgern, da es dort beispielsweise möglich ist, Anführer der Magiergilde zu werden, ohne richtige Magiekenntnisse zu haben, was schlichtweg unrealistisch ist. Auch gibt es in Morrowind Konflikte zwischen Fraktionen. Wenn ich also Mitglied der Diebesgilde bin, muss ich sowohl die Magiergilde bestellen, als auch Anführer der Kriegergilde töten, was unter Umständen bei den beiden zum Rauswurf führen kann. Auch zwischen der Magiergilde und Haus Telvanni gibt es böses Blut. So soll man in einer Quest vom Erzmagier Trebonius alle Mitglieder des Telvannischen Rates töten, was einem natürlich weiteren Fortschritt in diesem großen Haus verwehrt. Das Ganze wirkt natürlich und regt dazu an, verschiedene Charaktere zu erstellen, um alle Questlines zu sehen und das Spiel auf verschiedene Arten zu erleben. Die Möglichkeiten sind hier nur durch die eigene Kreativität begrenzt. Morrowind wird oftmals mit einem Pen and Paper verglichen, was ich sehr treffend finde. Jede Aktion im Spiel wird über einen simulierten Würfelwurf entschieden, der abhängig von den eigenen Werten ist. Das führt gerade anfangs, beispielsweise im Kampf, bei vielen Spielern zu Frustration, weil sie nach 30 Schlägen immer noch keinen Schaden verursacht haben. Es macht aber in gewisser Weise Sinn. Wenn ich keinerlei Übung mit einer Waffe habe und zusätzlich vollkommen erschöpft bin, würde ich auch keine Gefahr darstellen. Das System ist in keinster Weise perfekt und kann durch Dinge wie Alchemie ausgenutzt werden, um jegliche Herausforderung zu trivialisieren. Im Grunde spiegelt es aber, meiner Meinung nach, die Realität ganz gut wider. Glaubhaft wirkt auch die Art und Weise, wie Schnellreise implementiert wurde. Während man in modernen Spielen oftmals einfach die Weltkarte öffnet, einen Ort anklickt und dann teleportiert wird, muss man in Morrowind auf Reisedienste wie Schlickschreiter, Boote oder die Magiergilde zurückgreifen. Man kann auch Magie wirken, um zum nächsten Tempel oder zur nächsten Festung zu kommen, aber das ist alles. Auch im echten Leben sind wir oft auf Transportmittel angewiesen und müssen uns nach ihnen richten. Natürlich ist es wieder mal bequemer, die konventionelle Schnellreise zu nutzen, aber der Ansatz von Morrowind erfordert Planung und Ortskenntnisse und involviert den Spieler dadurch mal wieder tiefer in die Welt. Durch die begrenzten Schnellreisemöglichkeiten wird man automatisch zum Erkunden der Welt motiviert, was sich auch fast immer lohnt. Gegner leveln zwar teilweise mit, deren Ausrüstung sowie der allgemeine Loot wird aber nicht an das Level des Spielers angepasst und hat feste Positionen. Das heißt, eine hohe Spielerstufe resultiert nicht automatisch in guter Ausrüstung. Die stärkste Ausstattung findet sich nur durch genaues und unermüdliches Erkunden oder das Töten bestimmter Personen. Wer eine volle Daedra-Rüstung haben will, muss die komplette Spielwelt auf den Kopf stellen oder einen der stärksten Charaktere töten, welcher zusätzlich noch mit der Hauptstory verknüpft ist. Das gibt diesen Gegenständen einen besonderen Wert für den Spieler, da sie auch einen besonderen Wert in der Spielwelt haben. In den Nachfolgern ist diese Ausrüstung stufenabhängig, da dort sämtliche Feinde mit dem Spieler mitleveln. Dadurch rennen ab einem bestimmten Punkt selbst die einfachen Banditen mit voller Daedra-Montur rum, wodurch starke Ausrüstung keinerlei Besonderheit mehr darstellt und die Glaubwürdigkeit stark leidet. Ich erinnere mich noch genau, als ich das erste Mal die Drehenplantage entdeckt habe und die ganzen NPCs mit ihrer krassen Ausrüstung sah. Ich habe etliche Male versucht, die Daedra-Beinschienen zu klauen oder der einen Wache ihr daedrisches Daikatana abzuziehen, was meistens in meinem Tod geendet hat. Oder als ich tief in den Höhlen von Ilunibi voller Überraschung Randaguls Fäuste, die mitunter stärksten Handschuhe im Spiel gefunden habe, welche einfach so hinter einem Behälter lagen. Solche Ereignisse haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sind in den Nachfolgern leider nicht wirklich vorhanden. Am Ende war man aufgrund solcher Funde auch nahezu unaufhaltsam. Mein Charakter von damals war dank eines Tricks, der unendliche Ausbildung ermöglichte, auch wertetechnisch auf dem Maximum. Dieser Weg vom Niemand zum Demigott ist einer, der dank all dieser immersiven Elemente im Spiel nie langweilig wird. Gerade wenn man jedes Mal einen anderen Weg anschlägt. Hier hat vor allem Oblivion versagt. Dank des Mitlevelns halten Gegner am Ende vom Spiel noch genauso viel, wenn nicht sogar mehr aus. Ein Gefühl des Fortschritts kommt dabei nicht auf.
Es gibt noch so viel mehr, was ich zu Morrowind sagen könnte. Sei es, dass einem für lange Zeit niemand ernst nimmt, wenn das Thema des Auserwählten, des Nerevarin aufkommt. Oder dass die tierischen Rassen keine Schuhe oder geschlossenen Helme aufgrund ihres Körperbaus anziehen können. Oder dass viele Händler einem den Dienst verweigern, wenn man illegale Substanzen wie Mondzucker oder Skuma dabei hat. Was ich sagen will, ist, dass Morrowind das wohl immersivste Spielerlebnis ist, was ich je hatte. Alles in dieser Welt hat seinen Sinn und könnte so in einer alternativen Realität stattfinden. Und das ist das größte Lob, was ich einem fiktionalen Werk geben kann. Diese Art von Spiel ist definitiv nicht für jedermann. Manch einer wird genau diese Punkte am Spiel hassen, aber für mich ist es genau darum das beste Spiel aller Zeiten. Trotz alledem muss ich gestehen, dass ich dieses Spiel bis heute noch nicht einmal beendet habe und es in Zukunft auch nicht vorhabe. Einmal wollte ich spät in der Nacht ausprobieren, was passiert, wenn man Dark of War vorzeitig angreift. Das Resultat war verstörend. Genau in dem Moment, als ich ihn mit meiner Waffe traf, stürzte mein Spiel ab, ich hatte einen Blackscreen und ein schriller Ton war zu hören. Seitdem habe ich es tatsächlich auch nicht nochmal probiert. Das wäre aber sicherlich guter Stoff für eine Creepypasta. Sind die Dinge eigentlich noch relevant? Wie dem auch sei, das Beenden dieses Spiels würde sich ab dem Punkt auch komisch anfühlen. Fast wie das Ende meiner Geschichte. Aber es gibt noch so viel mehr zu erleben und zu erzählen. Die Community um Morrowind ist so groß und aktiv wie noch nie. Es erscheinen regelmäßig neue Mods. Große Fanprojekte wie Skywind sind seit Jahren in der Arbeit. Wir schreiben das Jahr 2021. Nächstes Jahr wird Morrowind 2 Jahrzehnte alt und es gibt keine bessere Zeit, ein Fan dieses Spiels zu sein. Das alles geschieht nicht grundlos. Morrowind ist bis heute ein einzigartiges Spiel, von dem viele andere Titel etwas gelernt haben, aber bis heute immer noch etwas lernen können. Ich werde in die Beschreibung etliche andere Videos packen, die sich rund um das Thema Morrowind drehen oder gewisse Aspekte genauer beleuchten, da ich weiß, wie schön es ist, anderen Leuten beim Schwärmen über dieses Spiel zuzuhören. Wenn dieses Video irgendjemand sehen sollte und zusätzlich noch bis hierhin gekommen ist, möchte ich herzlichen Dank fürs Zuhören sagen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen, unterhaltsamen Einblick geben, was dieses Spiel für mich so besonders macht, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann und warum wir Morrowind-Elitisten so sind, wie wir sind. Letztendlich ist und bleibt es aber nur ein Videospiel, das man entweder mag oder eben nicht mag, und das ist okay so. Jeder hat seine eigene Geschichte mit diesem Spiel, und das war nun mal meine.